Das Saatbett ist vorbereitet, der Zeitpunkt für die Aussaat stimmt. Jetzt kommt es auf die präzise Aussaattechnik an, denn ab jetzt wird Erfolg messbar. Mit der mechanischen Drillmaschine Saphir hat Lemken eine kurze und kompakte Sämaschine für landwirtschaftliche Betriebe mittlerer Größe im Programm. Arbeitsbreiten zwischen 2,5 und 4 Metern machen die Saphir vor allem in Kombination mit der Zirkon, der Quarz und dem Rubin zu einer schlagkräftigen Einheit. Auf der Walze aufgebaut und hydraulisch aufgesattelt oder als Saphir Autoload im Dreipunktanbau zeigt die Sämaschine ihre Stärken als universell einsetzbare Präzisionsmaschine. Doch welche Merkmale machen die Saphir zur überlegenen Drillmaschine? Für das erfolgreiche Auflaufen der Kulturpflanzen ist die genaue Dosierung und exakte Ablagetiefe des Saatguts auch bei wechselnden Böden entscheidend. Die von Lemken entwickelten Doppelscheibenschare sind mit gummibereiften Tiefenführungsrollen ausgerüstet. Dabei lassen sich Sättiefe und Schardruck separat einstellen, was die Präzision der Saphir-Aussaattechnik deutlich erhöht. Die Doppelscheiben sind versetzt zueinander angeordnet und formen eine saubere Saatfurche, auch bei viel organischer Masse. Die nachlaufenden Tiefenführungsrollen bedecken das Saatgut und drücken die Deckschicht an, während die Zwischenzonen ohne Verfestigung bleiben. Ideale Bedingungen für eine optimale Wasserführung, gleichmäßige Wurzelbildung und zügiges Auflaufen der Pflanzen. Selbst bei trockenen Böden wird so ein hoher und gleichmäßiger Feldauflauf erzielt. Selbstverständlich kann die Saphir auch mit Einscheiben oder Stiefelscharen ausgestattet werden. Der Bordcomputer Easytronic steuert die Fahrgassenautomatik, besitzt einen integrierten Hektarzähler und erleichtert die Abdrehprobe. Bei der mechanischen Drillmaschine Saphir wird das große Spornrad innerhalb der Drillmaschinenbreite mitgeführt und ist somit immer auf der bearbeiteten Oberfläche. Es treibt die Sähwelle über einen wartungsfreien und sicheren Kardanantrieb an. Das Schmieren, Spannen und Reparieren von Antriebsketten gehört der Vergangenheit an. Das stufenlose Ölbadgetriebe der Sähwelle garantiert eine exakte Längsverteilung des Saatguts. Es ist stufenlos einstellbar für Aussaatmengen von 0,5 bis 500 Kilogramm pro Hektar. Der Saatgutbehälter von 650 bis 1100 Litern kann sicher über Laufrost und Trittstufen befüllt werden. Bei maschineller Befüllung dient der geöffnete Deckel als Prallwand. Selbst bei vollem Saatguttank besitzt die Kombination einen günstigen Schwerpunkt, weil der Tank auf der Walze der Zirkon aufsitzt, während die Werkzeuge der Kreiselegge weiterhin entlastet sind und bei Steinen problemlos ausweichen können. Dieses innovative Aufsattelkonzept hat Lemken eigens für die Kombination entwickelt. Durch eine separate Hydraulik wird zunächst die Drillmaschine komplett ausgehoben und um etwa einen halben Meter nach vorne geschwenkt. Der Vorteil? Mit eingeschwenkter Saphir erhöht sich das Gewicht auf der Vorderachse und das Gespann wird sicherer und schneller im Straßentransport. Mit der Saphir setzt Lemken neue Maßstäbe in puncto zuverlässiger, schlagkräftiger und präziser Drilltechnik. Ob konventionell oder konservierend, die computerunterstützte Drilltechnik der Saphir ist zukunftsweisend und optimiert die Bestellung zu einem effizienten Arbeitsprozess.